So, willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Tomb Raider. Jo, wir haben beim letzten Mal haben wir uns auf den Weg gemacht zum Funkturm. Und da wollen wir jetzt wieder hin. Wir gucken uns nochmal eben kurz hier ein bisschen um. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine von zwei Bronzemünzen gefunden. Chinesische Bronzemünze. Diese Münze fand ihn. Ja, hat sie gerade schon gesagt. Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen umgucken. Das ist auch irgendwie neu in dem Tomb Raider-Teil. Alle Schätze, die man findet, kann man sich noch genau angucken. Ich finde das sehr geil gemacht. Wenn wir dann Glück haben, finden wir noch ein paar Geheimnisse an diesem Gegenstand. Aber irgendwie will sie bei dem gerade nichts weiter zu sagen. Nee. Und dann kriegen wir noch ein paar EP dabei. Das hatten wir am Anfang schon. Mit der Jana-Maske. Genau. Oh, wir sind aber schon sehr weit jetzt hier, sehe ich gerade. Hm, okay. 4% haben wir geschafft von dem Abschnitt hier. Okay. Weiter geht's. Ich würde gerne wissen, was dieses Flimmern noch ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir gucken nochmal eben kurz unten, ob wir da irgendwas vergessen haben. Oh ja. Okay, unsere Pfeile sind wieder voll. Hier waren wir ja beim letzten Mal schon. Gucken wir mal hier. Kommen wir da hoch? Jo. Haha, Munitionskiste. Okay, wir sind insgesamt voll, munitionstechnisch. Na, no, das sieht ja lecker aus. Ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwo was finden werden. Mit dem Instinkt können wir auch noch versteckte Objekte und so finden. Das zeige ich euch dann später, wenn wir dann noch einen finden sollten. Ah, ich denke schon. Wir sind da noch lange, lange nicht durch. Hoffe ich. Es geht ja jetzt richtig los hier. So, dann wollen wir mal weitermachen. Gucken wir uns mal noch um hier, ob da noch irgendwas ist. Gegnertechnisch. Nö. Okay. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ich möchte dem Pfeil und Bogen treu bleiben. Ich werde es so gut es geht versuchen, dies auch zu tun. Und weniger mit dem... Auch sehr schön hier mit dem Abstützen wieder. Jawohl, Geocache ist wieder gefunden. Cool. Kommen wir da noch hoch? Nee. Die sind voll. Da kommen wir hoch. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Was? Was sieht die schon, was ich nicht sehe? Ah, da ist der Funkturm, da müssen wir hin. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was sie sieht. Eiskalt! Na super. Ach cool, wie sich die Flaschen noch bewegen. Eine hat Vater mit freies Selbst. Für das Ritual? Vermutlich. Heute Nacht wissen wir es. Was? Was für ein Ritual? Leute? Leute! Ich glaube, da kommen wir nicht hin. Was? Ja, zum Aufstimmen? Ah, okay, wir haben hier das Gas abgedreht. Dann können wir da auch lang. Machen wir das doch. Okay, da geht's nicht lang. Dann gehen wir da lang. Boah, die Ratten hier sind ja übelst groß. Vorsicht, Vorsicht! Es ist voller Benzin!
Wofür brauchen Sie das? Generator vermutlich. Für den Turm. Auf Hilfe! Ruhigstellen. Schwere Verletzungen setzen Feinde außer Gefecht. Ich glaube, noch schwerer treffen als mit einer Explosion können wir die Jungs nicht. Eine Pfeile. Zack. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, hey, warum kriegt er aus den Gegnern denn noch Sachen raus? Ich habe so ein kleines Update schon gemacht. So ein Jäger- und Sammler-Update. Da kriege ich... Da kann ich dann aus getöteten Gegnern noch Gegenstände kriegen. Was vergessen in einem kleinen Raum? Mal kurz gucken. Ich glaube, auf der Toilette ist keiner mehr. Aha, na guck. Zu mir. Ist da noch mehr? Guckt der schon so hin? Oh ja. Oh, 65% wäre gut gekriegt. 65 wäre gut. Nicht schlecht. Kann man auch noch mal? Nee, okay. So, dann geht das hier weiter. Ja, wie gesagt, ich möchte dem Pfeil und Bogen treu bleiben. Wenn es wirklich nicht anders geht mal, dann nur die Pistole benutzen. Den Satz kennen wir schon. Das sieht zerbrechlich aus. Okay. Das heißt, ich kann hier ordentlich Bubis machen, wenn es denn dann sein muss. Ah, jetzt kann ich noch hier. Okay. Oh. Hä? Ach, der ist wahrscheinlich da gerade aufgekommen. Ja. Was kann ich jetzt? Jetzt ist nur die Frage. Was kann ich mit dem Glas machen? Ah, das kann ich schmeißen, okay. Muss ich da drüber schmeißen oder was? Mal gucken. Okay, da können wir nicht lang. Da können wir wieder irgendwas abmachen wahrscheinlich. Ja. Jo. Das ist Sicherheitsklasse. Oh, scheiße. Mit dem Gas abfackeln oder was? Oh. Oh, ich würde sagen, den hat's erwischt. Ah, jetzt kriegen wir unsere MG von dem Typen da. Beende es. Was? Bitte. Ach so. Ja, aber nicht damit. Oh man, das Stil echt. Bitte. Töte mich einfach. Ja, der ist da eingeklemmt. Wir machen das auch immer. Fahrt zur Hölle. Oh, pff. Okay, den Satz hätten sie sich sparen können. Heftig.
Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von 2 Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Jo, und da haben die Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg hier was gefunden. Feldbericht hier gerade gewesen. Okay. Heftig, wäre alles schon hier war, auf dem Ding. Was ist hier? Ah, okay. Wieder Geocaches hier wo gehabt. Und jetzt haben wir hier noch eine MG oder was? Oh jo. Naja. Aber nur wenn es wirklich nötig ist. Also ich, wie gesagt, ich jetzt halt... Bricht an! Nein! Jetzt bist du dran! Bin ich. Okay, zurück! Ich komme und hol dich! Eieiei! Kiff den Nacken. Das ist natürlich auch geil, wenn die das sehen, wie ich nachlade. Die Gegnerbewegung ist schon sehr geil gemacht. Also wie es aussieht, haben wir alle. Ja, wie gesagt, die MG werde ich wirklich nur im Notfall benutzen. Wenn es dann auch wirklich sein muss. So für die Nahkampfangriffe zum Beispiel oder so. Und bleibt dem Fall im Bogen treu. Raise the flames and fach die Flammen, okay. Ich habe ein neues Lager entdeckt, ich weiß aber gerade nicht, was sie meinen. Vater Matthias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Angst der Dämonen. Der Sturm wartet. Okay. Scheint wir doch schon... Bergbasset komplett. Und scheint wohl nicht so groß zu sein hier, wa? Kommen wir da wieder zurück? Oder gibt's hier noch einen kleinen extra Raum? Ah, okay, das ist wahrscheinlich, wenn wir dann wieder zurück wollen. Jo, okay. Ja, das machen wir später alles, um dann noch die Orte zu besuchen, wo wir schon waren. Anders. Ich
Ich glaube, wir kommen so langsam den Berg näher. Ja, und alte. Ach, das ist die Station. Ja, guck, wir sind da schon angekommen. Hätte ich ja nicht gedacht. Lass mich, ich kann das. Oh, kaputt. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Ja. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Erklimmen Sie den Funkturm. Ja, machen wir das doch. Ich lehne es mal noch auf die Uhr. Wie spät haben wir es denn? Oh, 14 Minuten haben wir noch. Ja, das Klettern, das kannst du ja mittlerweile. Sogar sehr gut. 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist auch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Und wieder ein Tagebuch von jemandem hier. Ich finde diese Aufzeichnungen ziemlich cool. Die tragen da so zum Flair bei. Schön gemacht. 30 Pfeile haben wir da, 27 Schuss da, müssen wir irgendwie auch nachladen. Hey, wake up. Oh jo, okay. So, wollen wir nochmal weiter gucken. Sacrifice, überlebe, ja, versuchen wir doch. Aua. Na klasse. Das ist natürlich auch heftig. Vorher kriegst du einen Hitzeschock und jetzt bist du hier draußen und dann... Da ist der Funkturm. Wir sind am Basisaußenbereich. Jo. Nicht schlecht. Ach, guck hier mal in der Lage. Zwei Fähigkeitenpunkte haben wir schon zu vergeben. Gucken wir doch mal. Was machen wir? Schmerztoleranz, das ist doch...
ich gebe auch zwei Kämpfer-Updates hier. Ja. Wir machen mal das hier halt mal mehr aus. Werfen Sie Ihren Feind Steine und Dreck ins Gesicht, um sie unanfällig für Ihre Angriffe zu machen. Das haben wir ja schon. Oder? Ne, doch nicht. Ah, genau, so ist es. Okay, jetzt haben wir das. Machen wir das mal. Jetzt haben wir das gelernt. Das andere war vorher der Bär. Genau. Die Klamotten zum... zum Aufwerten. Oh, was war das? Achso, das war das Lager. Okay. Schauen wir mal auf die Uhr. Wie lange haben wir denn noch? Na, 8 Minuten noch. Und kriegen wir noch ein bisschen was noch hin hier? Oha. Oh, okay. Da wieder. Bloß nicht runterfallen. Alles gut. Oh nein. Oh, tschüss. Aua. Ja, selber schuld. Antatschen ist nicht. Wer pfeift denn dann? Verdammt! Wie viele sind es? Und da hinten. Aua. Uah, nein, nicht schon wieder. Das war nix. Oh nein. Aua. Aua. Oh, immer diese Nahen. Boah. Heftig, heftig. Wow, wow. Sau. Los, komm raus da. Haha. So nicht, Jungs. Abo. Heftig, heftig. Sollen wir mal den noch auf? Können wir da oben hoch bei dir? Bevor wir hier weiter stiegeln? Oh jo. Oh nein! Da, ah, ich glaube hier oben hinzugehen war nicht so eine gute Idee. Boah. Machen wir nochmal Pump.
Oh. Der hat jetzt einen Bogen gemacht. Ist da noch einer irgendwo? Nee. Okay, jetzt gehen wir erstmal wieder runter hier. Nein, nicht schon wieder, du. Au, ab. Zieh Leine. Wow, wow, wow. Ja, doch. An der ruhigen Stelle pausieren. Oh, ich glaube, wir haben alle. Sie geht schon wieder nicht in Deckung. Okay. Heftig, heftig. Das wird immer krasser hier, finde ich. Wie gesagt, ich werde meinem Kampfstil treu bleiben. Ich werde das so weiter behalten. Die Nahkampftypen mit der MG. Und die anderen mit dem Pfeil im Bogen. Ich finde das viel cooler. 13. Oktober 1990. Über die Jahre gab es andere Überlebende, aber ich habe sie stets gemieden. Und liefen sie mir über den Weg, zeigte ich keine Gnade. Aber nun brauche ich andere. Um voranzukommen, muss ich die Insel beherrschen. Also werde ich eine kleine Gruppe loyaler Gefolgsleute um mich scharen. Sie müssen begreifen, wie wichtig Macht und Organisation sind. Und noch wichtiger, sie müssen ohne Zögern töten können. Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein. Sie brauchen Struktur, ein Ziel und Arbeit. Und wenn die Insel mein ist, werde ich das wahre Geheimnis der Stürme lüften. Ja, da bin ich immer gespannt, was da noch kommt. Ey, die Solari. Matthias ist ein wahrhaft böser Mensch, wie beiläufig er über Gewalt und das Töten spricht. Das ist verrückt. Ja, allerdings. Sie die 2 von 7 gefunden? Okay. Dokumente gefunden. So, ich nenne es mal auf die Uhr. Oh, 2 Minuten haben wir noch. Ja. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Okay, da ist nichts mehr, da ist nichts. Ich wollte hier eigentlich nochmal oben gucken. Da hoch. Oh ja. Haben wir doch noch was. Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Mhm, okay. Schade, die kriegt hier nicht mehr. Noch ein wenig. Aber wir haben wieder ein kleines Geheimnis gefunden. Finde ich gut. Ja, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Folge wieder. Let's Play Tomb Raider auf dem Weg zum Funkturm. Da hinten ist er. Da gehen wir dann hin. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Morgen, Abend, Tag, wie auch immer. Ich bin euer Tim. Ich würde sagen, bis demnächst.